Norbert Krause hat sich ein hohes Ziel gesetzt. Zusammen mit Maren Dörwald will er 7000 Bilder von gemalten Eseln sammeln. Als Begrüßung für das neue Eselkunstwerk, das am Sonnenhausplatz entsteht. Jetzt wird es ernst. Die Bilder werden am Samstag bei der Kulturnacht nachtaktiv ausgestellt. Als Ort hat er sich das Rathaus ausgesucht. Bauzäune statt Tische und Stühle. Knapp die Hälfte der Bilder hängen schon. Die erhofften 7000 sind es aber nicht ganz. Es sind irgendwas knapp über 4000 eingegangen und wie viel Esel am Ende da draußen, was ja auch eine interessante Frage ist, das werden wir dann in der Ausstellung mit so einem kleinen Ticker, wenn wir durch die Reihen gehen und mal schauen, wie viele Esel im Raum sind. Bis dahin ist noch viel Arbeit nötig. Alle Bilder müssen einzeln festgemacht werden. Zur besseren Übersicht sind alle Kunstwerke nummeriert und gestempelt. Für Norbert Krause ist die Aktion schon jetzt ein voller Erfolg. Die Kreativität der Leute ist erstaunlich. Kein Bild ähnelt dem anderen. Wenn ich selber irgendwie so Esel gemalt habe, dann siehst du natürlich nach einer Zeit, okay, das war's so, mehr Ideen habe ich irgendwie dann auch nicht. Und dann kommen wieder, siehst du wieder Bilder von anderen und denkst so, wow, krass, das können wir noch und das machen. Also es sind halt also so viele unterschiedliche Esel, das ist sehr, sehr spannend, sich das anzugucken. Die Besucher können sich am Samstag selbst ein Bild von den Bildern machen. Bis dahin sollten auch alle Zeichnungen hängen. Doch ein paar Kunstwerke fehlen noch. Norbert Krause und Maren Dörwald hatten in der ganzen Stadt Sammelboxen aufgestellt. Eine Kiste fehlt. Wir haben ja 16 Boxen aufgestellt in der Stadt. Eine Kiste ist irgendwie gerade irgendwo. Und mal schauen, ob sie bis Samstag noch den Weg zu uns findet. Ansonsten wird sie sicherlich irgendwo auch einen guten Platz in der Stadt haben. Vielleicht sind ja in dieser letzten verschollenen Kiste die restlichen 3000 Bilder versteckt.